Da war sie wieder, die Vergangenheit, von der ich gedacht hatte, sie sei tot. Zuerst war es nur eine Pyramide aus Beton, auf der mein Name stand. Später erzählte ich Geschichten darüber, spannende, lustige Geschichten, bei denen ich in immer tollere Abenteuer verwickelt wurde, die ich nur um Haaresbreite überstand. Die Geschichten gefielen mir selbst so gut, dass ich sie nach und nach an die Stelle der Wahrheit setzte. Dass ich bald nicht mehr wusste, was ist noch wahr, was schon Legende. Der Verlockung, in Wolfsgrün auszusteigen, habe ich leichtsinnigerweise nachgegeben. Ich, Paul Sati, Professor, Doktor, 45 Jahre alt, Angina Pectoris, verheiratet, 4 Kinder, 1 unehelich, bekenne mich zu meinen Taten. Ja, ich bekenne mich. Ein Vierteljahrhundert habe ich meiner Legende gelebt. Was wäre geworden, wenn ich anders gehandelt hätte, weniger entschlossen? Ich hätte die Liebe zu Hanka bewahrt. Vielleicht. Und die Freundschaft zu Trümpi. Mein Freund Peter Trümpi. So oft ich an ihn zurückdachte in den vielen Jahren, immer war es mir, als wären wir unzertrennlich gewesen. Und jetzt diese Fremdheit. Ich hätte immer noch meinen Hut nehmen können, wie man so sagt. Hätte gehen können. Niemand hätte mich gehindert, niemand hätte mich vermisst. Aber es gab etwas, das mich hielt. Ich war schon auf der Suche nach Hanka, noch ehe ich wusste, dass es Hanka war, die ich suchte. Und wo ich auch suchte, überall fand ich nur mich. War es so? War es so nicht? Ein Vierteljahrhundert rundet die Kanten, ein Vierteljahrhundert ebnet vieles ein. Es ist nicht leicht, sich aus dem Schatten der eigenen Pyramide zu erheben, um der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Um mit der Wahrheit zu leben.